Okay. Hey! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Streetmeer-Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder neue Spardosen für euch, abschließend zu unserem Jahr der Spardosen. Ja, wir hatten ja dieses Jahr einige und wir dachten uns, ja, kurz vor Silvester stellen wir euch nochmal zwei ganz besondere Spardosen vor. Natürlich einmal hier diese Spardose passend zu Weihnachten. Merry Christmas. Hier ist auch der Weihnachtsmann mit dabei. Wir werden gleich gucken, ja, was diese Spardose hier kann, aber die kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Und dann haben wir noch so eine Art, ja, es ist eigentlich keine Standard-Spardose, sondern eher was, was man wahrscheinlich in einem Supermarkt oder auch nicht im Supermarkt, eher im Kiosk oder an der Kasse oder so findet. Also was ist eher untypisch zu Hause, aber wir werden hier beide jetzt mal gleich hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und wir starten natürlich mit dem witzigen Teil hier mit unserem Weihnachtsmann. Santa Claus ist da, oh yeah. Das ist eine Coinbank Store Money, also nichts anderes als eine Spardose, eine elektronische Spardose. Wir haben auch schon ein bisschen Geld hier parat. Na, mal gucken, ob das denn gleich auch funktioniert. So sieht das Ding aus. Schauen wir uns das Ding mal in Real Life an. Oh ja. Merry Christmas. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Wir müssen hier, denke ich, gleich noch Batterien reinpacken, würde ich mal sagen. Ja, hier fehlen noch ein paar Batterien. Und dann werden wir mal testen, was der Weihnachtsmann hier mit dieser Spardose macht. Na, kommt mir schon relativ bekannt vor. Euch auch, Leute. Aber vielleicht kennt ihr diese Spardose noch nicht. Deswegen werden wir sie jetzt mal sofort testen. Dafür brauchen wir aber erstmal Batterien. Die sind jetzt drin, das heißt, wir können mal die Weihnachtsspardose testen. Vielleicht ist es ja diesmal umgekehrt und wir kriegen Geld. Kann ja sein, weil es ja Weihnachten und so. Na, wer weiß. So, wir möchten das jetzt ganz mal jetzt hier ein bisschen testen. Okay, wir nehmen uns einen Euro. Vielleicht müssen wir hier erst was einzahlen und bekommen dann was raus. Okay. Hey, also ich dachte, wie, der Weihnachtsmann nimmt einfach mein Geld? Okay, versuchen wir mal hier mit 50 Cent. Einmal, also es wird auf jeden Fall gesungen, das ist schön. Ein Weihnachtssong. Hi! Hey! Der nimmt hier einfach unser Geld, der Weihnachtsmann klaut unser Geld. Naja gut, es ist ja in unserer Spardose. Wie sieht es mit 2 Euro aus? Willst du die auch haben? Die möchte er auch haben, Leute. Das hier ist unsere Merry Christmas Weihnachtsspardose. Also, wie gesagt, da geht alles rein. Muss nur hier drauf liegen. Und der holt sie dann gleich einfach rein. Und der Weihnachtsmann sieht natürlich auch sehr süß aus. Ja, danke schön. So, kriegen wir das Geld dann wieder hier eigentlich raus? Na klar. Wir machen einfach hier unten das Ding mal auf. So. Und da haben wir schon wieder unser ganzes Geld raus. Das heißt, der Weihnachtsmann hat gar nicht wirklich, doch, ein bisschen erstmal schon unser Geld geklaut, aber gibt es uns dann natürlich zurück. Also eine wirklich sehr, sehr coole Spardose. Natürlich kennen wir diese Spardosen schon, aber was Neues ist natürlich der Song. Du hast mein Geld geklaut. Naja gut, okay, kannst du behalten, ist ja meine Spardose. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch diese Euro Coin Bank an. Das ist das Ding hier, Leute. Wirklich sehr standardmäßig, aber wenn ihr ein bisschen euren Überblick behalten wollt über eure Kohle, über eure Monet, aber ich sehe schon, das ist nur für Münzen selbstverständlich. Ah, okay, warte. Stop. Was, wenn wir jetzt hier 2 Euro reinpacken? Habt ihr gesehen? Das ist ja cool. Okay. Stop it. Versuchen wir mit 1 Euro. Ja, ist mal 1 Euro drin. Wie sieht es mit 5 Cent aus? Hier. Das ist sehr cool. 50 Cent, passt auch. Ist natürlich nach Größe geordnet, aber ich finde das wirklich sehr, sehr cool. Nochmal 1 Euro hier rein. Auch gut. 2 Euro. Könnte ich den ganzen Tag zuschauen, Leute. Und da steht auch immer die Markierung, wie viel wir davon haben. So, wir haben auch 2 Cent sogar. Ah, und hier könnten wir jetzt sogar... Ah, man kann nicht nur Münzen, sondern man kann hier auch tatsächlich Scheine reinpacken. Das ist ja richtig cool. Und wie kriegen wir das wieder raus? Oh, ich sehe hier einen Schlüssel. So, wieder rein. Ich sehe hier einen Schlüssel. Können wir das... Oh, und hier ist sogar das Euro-Zeichen. Kriegen wir das jetzt irgendwie hier auf, oder wie? Irgendwie geht das nicht so ganz 100% auf. Das heißt,
Ob ich hier meine Kohle jemals wieder rausbekomme, ist eine andere Frage. Aber eigentlich müsste das doch hier gehen. I don't get it. Ich hab's verstanden. Wir müssen es einfach so lassen, damit es hier wieder rausgeht. Okay. Und dann können wir das hier alles rausholen. Na, also vielleicht nochmal hier als Beispiel, wenn wir die... Hallo? Nein, kein Schein, sondern... Hä? Wo war das denn? Ach so, das ist hier mit dem... Also das muss auf jeden Fall hier drauf. Und dann packen wir hier mal drauf und dann wieder zu. Na? Und dann wieder die 2 Euro hier rein. Zack. Zack. Passend dazu unser Weihnachtsmann. Cool. Leute, 2 extrem coole Spardosen, finde ich. Einmal hier die Weihnachtsedition unserer bekannten Spardose, die unser Geld klaut. Und dann haben wir hier noch so eine Coinbank für Münzen und auch Scheine. Ich denke, hier geht nicht nur 5 und 10 Euro, wenn man es kleiner macht, wahrscheinlich auch 20-Euro-Scheine oder 50-Euro-Scheine, je nachdem, was man denn so hat. Und sonst finde ich das auch eigentlich sehr, sehr cool. Also diese Spardose hier, ne, die organisiert unsere Münzen oder zählt unsere Münzen und packt sie auch dann in die... ins richtige Fach. Sowas ähnliches hatten wir auch schon mal. Da ging es rundherum. Das ist aber, finde ich, auch sehr, sehr cool. Leute, was sagt ihr? Welche gefällt euch besser? Die Weihnachtsspardose oder diese Coinbank hier, die Eurocoinbank? Mir gefallen beide sehr gut. Beide haben so ihre Sachen, wofür sie einfach stehen. Na, Leute, ich würde sagen, Abschluss unseres Spardosenjahr ist doch eigentlich sehr gut. Ist doch gelungen, oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es gefällt, Daumen nach oben, Leute, gar kein Problem. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal. Leute, ciao!